Jonathan Gebrselassie ist in Bern aufgewachsen und hat mittlerweile den Schweizer Pass. Er ist überzeugt, Eritrea ist besser als sein Ruf. Von Folter wird berichtet, tagtäglich von Menschenrechtsverletzungen. Wie seht ihr das? Also ich sehe das so, dass das sicher nicht so ist. Ich selber gehe regelmässig nach Eritrea. Ich kenne viele Leute von Eritrea, die vor kurzem gekommen sind. Und wir sehen das 100% nicht so. Habt ihr selber Angst, wenn ihr runtergeht? Ich gehe regelmässig runter, wie ich gesagt habe. Und ich habe noch nie Angst gehabt. Ich bewege mich in Eritrea ganz frei. Für die Anhänger der Regierung ist klar, die schlechten Nachrichten über ihr Land sind einseitig. Niemand rede über Fortschritte in Eritrea. Deshalb demonstrieren sie auf dem genau gleichen Genfer Platz wie die Opposition. Aber für Eritrea. Weil in Eritrea alles so super ist, wie ihr sagt. Warum flüchten die Leute? Eritrea ist gängig noch ein Drittweltland. Wenn die Leute natürlich eine Möglichkeit bekommen, in ein Erstweltland zu gehen und ihren Leuten, ihren Familienmitgliedern in Eritrea zu helfen, dann machen sie das so. Das sind für euch vor allem Wirtschaftsflüchtlinge, die heute kommen? Zum grössten Teil ja.